zwei Pfarrerlebnisse der letzten Wochen. Beerdigung einer beeindruckenden alten Dame, die sich über Jahrzehnte auch für die Christuskirche verdient gemacht hat. Die Tochter und der Schwiegersohn, die Enkelin und der Enkel erzählen von dem Leben mit dieser klaren, liebevollen, zuverlässigen Frau, mit ihrer Mutter und mit ihrer Großmutter. Und es formt sich immer mehr das Bild einer in vielfacher Hinsicht beeindruckenden Persönlichkeit, einer beeindruckenden christlichen Persönlichkeit. Welchen Bibelvers wählen für die Traueransprache? Ich habe mich sehr schnell für einen Vers aus dem 2. Thessalonicher Brief entschieden. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Zweites Erlebnis. Vor ein paar Tagen rief eine Journalistin der Abendzeitung bei mir an. Sie wollte gerne wissen, was ein Pfarrer denn in diesen Zeiten der Corona-Krise macht und wie er mit seiner Gemeinde in Kontakt kommt. Ich erzähle von den vielen Telefonaten, die ich in den letzten Tagen und Wochen geführt habe. Und sie meint, da haben sie sicher viele Menschen aufrichten und trösten und ermutigen müssen. Aber eigentlich waren die meisten Gespräche ganz anders. Menschen erzählen mir von der Kraft, von der Zuversicht, von der inneren Stärke, von dem Glauben, den sie in sich spüren, die sie in sich spüren und die ihnen helfen, diese Krisenzeit durchzustehen. Als kraftvolle, liebevolle, klare Persönlichkeiten. Pfarrer sein bedeutet überhaupt nicht so sehr, sich anderen als Retter oder Helfer zuzuwenden, sondern sich an ihrer Stärke und an ihrer inneren Klarheit zu freuen. Der Geist Gottes, der war ja schon immer viel früher da als der Pfarrer, der den Menschen begegnet. Und der Geist Gottes, der macht viele klar und stark und liebevoll und verantwortungsvoll. In diesen Zeiten der Krise, dann nimmt man das in besonderer Weise wahr. Übrigens ist die Botschaft offensichtlich auch bei der Journalistin der Abendzeitung angekommen. Die Älteren beeindrucken mich, so hat sie den Artikel, der dann erschienen ist, überschrieben. Ja, so eine Krise hat auch diesen Effekt, dass man die Kraft und die Stärke, die Liebe, den Glauben und die Zuversicht, die Gottes Geist in Menschenherzen wachsen lässt, so klar und rein wahrnehmen kann, wie sonst selten. Dass sie diese Kraft Gottes in sich spüren und an anderen wahrnehmen, die ihnen heute begegnen, das wünsche ich Ihnen, Ihr Pfarrer Ulrich Haberl.